Dieses Mal wollen wir einsteigen ganz, ganz tief in die Geschichte von unserem schönen Bundesland. Wir gehen zurück bis zur Gründung von NRW, schauen vielleicht noch einen Tacken weiter nach hinten, denn dafür habe ich genau die passenden Gäste hier. Ich möchte begrüßen zu meiner Linken Dagmar Hähnel, Volkskunde-Expertin aus Bonn, zu meiner Rechten Professor Dr. Malte Thiessen, kennt sich mit der westfälischen Regionalgeschichte aus, kommt aber eigentlich aus Hamburg. Wie lange leben Sie schon hier in der Region? Jetzt das Moin Moin ist noch befestigt. 4,5 Jahre. Ich bin schon so ein bisschen sozialisiert, aber noch nicht so richtig, das Moin ist noch nicht weg. Woran merkt man das, dass man sozialisiert ist in NRW? Ach, in NRW kommt man irgendwie schnell an. Habe ich das Gefühl, das tatsächlich war kein Bruch. Also wenn man aus Hamburg kommt, da heißt es ja immer, die Hafenstadt verlässt du, geht das überhaupt? Aber NRW ist sehr aufnahmefreudig, finde ich. Tatsächlich, es geht sehr gut. Ja, viele sagen, oh, Hamburg ist so eine tolle Stadt, da möchte ich nicht weg. Warum kommt man dann freiwillig hierher? Ich bin nie weggekommen. Und da wird es irgendwann mal Zeit. Also die Hamburger neigen nicht gerade zur Untertreibung, sind doch sehr stolz auf ihre Stadt. Und dann ist es mal ganz angenehm, wenn man mal so ein bisschen aus dem Dunstkreis weiterkommt. Und NRW ist tatsächlich, finde ich, spannender als Hamburg. Vielfältiger. Vielfalt, spannend, die Sie komplett schon immer gefesselt und gefasst hat. Wo liegen Ihre Wurzeln ursprünglich? Ich bin tatsächlich Nordrhein-Westfälin, bin in der Nähe von Münster geboren, war zwischendurch auch mal etwas weiter weg, habe in Bayern gelebt und gearbeitet und war dann unglaublich froh, wieder zurückzukommen nach Nordrhein-Westfalen. Das hört man irgendwie immer, ne? Wer einmal weg war, der ist unglaublich glücklich, wieder zurückzukommen. Ja. Mhm. Definitiv. Wir starten so ein bisschen mit Ihrem Arbeitsalltag, bevor wir uns ganz tief in die Geschichte von NRW bohren, denn natürlich möchten wir genau vorstellen, was Sie machen, wie Sie arbeiten. Und daher die Einstiegsfrage von mir an der Stelle: Wo beschäftigen Sie sich in Ihrem beruflichen Alltag mit der Geschichte NRWs? Die Geschichte oder beziehungsweise Nordrhein-Westfalen ist quasi mein Arbeitsraum. Und zwar speziell der rheinische Teil, das Rheinland. Ich arbeite beim Landschaftsverband Rheinland, leite das Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und ja, der Raum bestimmt ganz, ganz stark unsere Arbeitsweise. Es geht um Regionalität, um regionale Identität. Nicht nur das Rheinland, sondern halt eben auch durchaus NRW-Identitäten. Und wir beschäftigen uns, ich bin von Haus aus, ja, Sie haben es gesagt, Volkskundlerin, Kulturanthropologin. Da steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir sind sehr interdisziplinär aufgestellt, aber wir schauen auf den Menschen in seinen kulturellen und historischen Zusammenhängen. Und das ist unglaublich spannend. Ich mache das sehr, sehr gerne. Nordrhein-Westfalen, das Rheinland alleine ist schon unglaublich vielfältig. Und wenn man da den westfälischen Teil, den ich ja aus meiner Geschichte so ein Stückchen auch mitbringe, noch mit dazu nimmt, dann ist dieses Bundesland wirklich ganz faszinierend für, ja, auch für Forscherinnen und Forscher. Aber natürlich wollte ich auch von Ihnen wissen, inwieweit jetzt Ihr beruflicher Alltag sich mit der Geschichte NRWs auseinandersetzt, wenn man als Nordlicht hier runtergekommen ist, nicht? Ja, ne? Ja, also ich kann im Grunde kann ich tatsächlich nur alles unterstreichen, was Dagmar eben wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Wir sind ja sozusagen das Schwesterinstitut vom Landschaftsverband. Wir machen sozusagen auch Regionalgeschichte, gucken uns also an, wie vor Ort eigentlich Geschichte passiert, wie Geschichte gemacht wird, wie sich Gesellschaften verändern. Und das ist tatsächlich extrem spannend. Gucken wir uns die Geschichte der Digitalisierung an, Geschichte der Migration, Geschichte Strukturwandel. Und da ist natürlich Regionalgeschichte gar nicht denkbar ohne NRW. Der erste Gedanke, wenn ich an Geschichte denke, ist irgendwas Altes, was Verstaubtes, irgendwas in einem Buch und es ist lange weg. Aber das heißt ja, wir leben eigentlich noch in der Geschichte. Mhm. Wie macht man das den Menschen oder wie bringt man das den Menschen näher, gerade aus ihrem Arbeitsalltag heraus? Also ich glaube, gerade die Landesgeschichte hat da das große Potenzial, dass man Landesgeschichte eigentlich nur als Geschichte der Gegenwart schreiben kann. Dass man ausgeht von aktuellen Debatten, von aktuellen Entwicklungen und dann eben historische Tiefenbohrungen vornimmt und guckt, wie verändert sich das, wo kommt das her, was sind die Wurzeln. Und das lässt sich eben für ein Land oft sehr viel besser untersuchen. Zunächst einmal, weil es natürlich kleiner ist als eine Nation oder als Europa oder das Globale, was natürlich auch wichtig ist. Aber vor allem, weil man in einem Land eben ganz unterschiedliche Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, Feldern, unterschiedlichen Strukturen untersuchen kann. Und da kommt dann wirklich Geschichte rückt ganz nah an einen ran. NRW vor der Vereinigung. Gehen wir so weit zurück. Wie war das Leben dann? Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit zurück in eine greifbare, lebhafte Vergangenheit NRWs. Ja, da können wir jetzt mal erstmal die Frage, wann sollen wir anfangen? Vor der Gründung des Landes NRW gab es ja diesen Verbund nicht. Es gab
ja, direkt vorher halt die preußischen Provinzen, einmal Westfalen, einmal das Rheinland. Und aber noch davor gab es ja auch schon andere Konstellationen, in denen diese Regionen, dieses Land ja strukturiert und organisiert gewesen ist und durch unterschiedliche Grenzen. Und das ist etwas, was das heutige Nordrhein-Westfalen ausmacht. Eine häufige Verschiebung von Grenzen. Und ich glaube, was das mit Menschen macht, etwas, was dann auch, ich sag mal, auf die lange Dauer durchaus weitergegeben wird, ist, dass Grenzen sind Konstruktionen. Mhm. Die sind nicht, was weiß ich, Gott gegeben oder immer so, sondern die sind flexibel und veränderbar. Und was auf der anderen Seite der Grenze ist, ist vielleicht gar nicht so anders, als ich selber bin. Und das ist etwas, was für NRW als so ein, wenn man halt eben auch in die frühe Neuzeit, ins Mittelalter geht, diese Kleinteiligkeit von Herrschaften, die es gegeben hat und die sich andauernd verändert haben, glaube ich, ein kulturelles Erbe, was dieses Land bis heute durchaus prägt. Eher mentale Grenzen als geografische. Oder? Ja, die geografischen Grenzen sind, oder die Machtgrenzen sind konstruiert. Geografische Grenzen wie Flüsse oder Gebirge ja, oder so, ja. Die kann man überwinden. Also, dass Grenzen wandelbar sind und nicht fest sind, das ist etwas, und dass es eine Landesgrenze nicht unbedingt eine mentale Grenze ist, sondern dass die Kultur oder die Sprache beispielsweise durchaus ganz, ganz ähnlich ist und halt eben nicht so ein hier wir und da die anderen ist, sondern ein Übergang, etwas Fluides. Wie weit müssten wir denn zurückgehen, um das heutige NRW, so wie es ist, besser zu verstehen oder vielleicht sogar noch mehr schätzen zu lernen, weil die Vergangenheit so anders war? Wie weit müssen wir gehen? Ja, ich bin da kann Dagmar sehr viel besser und weiter zurückgehen. Ich würde tatsächlich als Historiker neueste Geschichte, also ich schaffe so noch ins 19. Jahrhundert, vielleicht noch ein bisschen ins 18. Jahrhundert weiter, komme ich nicht zurück. Davor war auch nicht so schön, glaube ich. Ne? Finde ich nicht. Also, sehe ich ganz genauso. Aber na klar, das ist, man kann noch sehr viel weiter zurückgehen. Aber ich glaube, das, was Dagmar eben stark gemacht hat, dieses Leben in, an und mit Grenzen und Grenzüberwinden, ist tatsächlich etwas, was man seit dem 18. und vor allem im 19. Jahrhundert ganz stark sehen kann. Und es ist wirklich so eine Art Erbe, wie du es gesagt hast, glaube ich, NRWs heute auch ist. Dieses Leben in Kontrasten, Leben in Grenzen, in Gegensätzen. Das sind ja nicht nur Grenzen und Herrschaftsräume, das auch, aber es sind eben Konfessionen beispielsweise. Es sind Naturräume, es sind Wirtschaftsräume, ganz unterschiedliche Art in einer gewaltigen Vielfalt. Und das ist, also jetzt Hamburg als Kontrast, ich will jetzt gar kein Hamburg-Bashing immer machen, ich liebe Hamburg, so ist es nicht, aber es ist doch sehr viel homogener, sehr viel eindeutiger und lange nicht so ambivalent und vielfältig. Was hat sich denn bis heute getragen, gehalten, was geschichtlich gesehen relativ alt ist? Also jetzt vielleicht auch vor dem 18., 19. Jahrhundert. Das ist meine Definition von sehr alt. Okay. Und jetzt wollte ich gerade einsetzen, weil genau diese Entwicklung im 19. Jahrhundert, diese Industrialisierung, mit diesem Kern im Ruhrgebiet, also mitten in Nordrhein-Westfalen und dazu die ländlichen Gebiete drumherum im Rheinland und Westfalen und Lippe dann auch mit dazu. Das ist ja etwas, was heute noch das Land prägt. Ja. Und wo wir in unserem Verständnis von Nordrhein-Westfalen ja und auch im Alltags, in der Alltagsgeschichte, Alltagsleben, diese Unterscheidung zwischen industrialisiertem, großstädtischen Metropolraum plus ländlichem Raum haben. Das ist etwas, was dieses Land immer noch prägt. Wenn wir den Begriff Strukturwandel beispielsweise nehmen, dann sind wir heute in einer Zeit, wo wir dieses industrielle Erbe ja ganz, ganz anders angucken, damit ganz anders umgehen müssen und das auch wieder ganz deutlich verändern müssen. Und das wird, auch da ist Nordrhein-Westfalen natürlich, man kann sagen, betroffen, aber auf der anderen Seite haben wir hier in diesem Land die große Chance, da diesen Veränderungsprozess jetzt mitzugestalten. Wie ist denn NRW überhaupt entstanden? Das ist so ein bisschen die Kindernachrichtenfrage. Mhm. Jetzt erklären Sie uns doch mal, wie ist NRW überhaupt entstanden? Ja, wenn man das so ganz, ganz kurz sagt. Ich mach's doch mal ganz kurz und du machst es gleich ein bisschen genauer. Also es war im Prinzip ein Konzept, eine Konzeption der britischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Ruhrgebiet die zentrale Rolle spielte. Das Ruhrgebiet als auch, und die britischen Besatzer haben das natürlich auch gesehen, dass dieser Raum und diese Wirtschaftskraft und Macht, die da zusammengeballt ist, dass das auch in Zukunft Europa prägen wird. Es gab eine zweite Idee, quasi
dieses Land Deutschland, was ja zerstört war, was kaputt war, was ganz neu organisiert werden musste von den Siegermächten. Es gab eine zweite Idee, wie man halt eben diese mittel-norddeutsche Region aufteilt. Und die sah vor, dass das Ruhrgebiet so ganz zentral als eigene Region ist, die von allen vier Siegermächten gemeinsam quasi beherrscht werden sollte. Und da haben die Briten, also das, was heute Nordrhein-Westfalen ist, war ja alles britische Besatzungszone, die haben quasi da ihre eigene Agenda durchgesetzt, das Ruhrgebiet als Einheit zu behalten und es einzubetten in die ländlich drumherum Regionen, das Rheinland und Westfalen. Es hatte durchaus ja politische Gründe. Da war eine große Sorge vor einem Starkwerden von sozialistischen politischen Ideen. Und da war gerade das Ruhrgebiet, ich sag mal, verdächtig. Dann kombiniert man diese, ich sag mal, ein bisschen flapsig jetzt linke Arbeiterschaft mit dem ländlichen Raum drumherum. Die sind eher katholisch, die sind eher konservativ. Bei Wahlen wird sich das wunderbar ausmitteln. Und Nordrhein-Westfalen, das Ruhrgebiet als Zentrum und halt die ländlichen Räume drumherum auch so ein bisschen als Kompensationsfläche. Man kann Nordrhein-Westfalen zum einen wirklich als eine Art Einhegung der industriellen Herzkammer Europas sehen, das, genau wie du es beschrieben hast. Es gibt noch ein, zwei andere Gründe, die auch mit reinspielen. Nordrhein-Westfalen hat ganz viel mit dem Kalten Krieg zu tun. Also mit der Vorstellung, dass mit der zunehmenden Konfrontation zwischen Ost und West genau diese Angst vor dem Sozialismus oder dass man die Deutschen verliert eben an den Sozialismus sozusagen gerade eben ans Ruhrgebiet gekoppelt sind. Das Ruhrgebiet ist natürlich als Klischee sozusagen schon als rote Herzkammer sozusagen dann Deutschland sozusagen politisch den Briten erstmal per se verdächtig. Und es hat auch was damit zu tun, dass in Frankreich starke Interessen bestehen, sozusagen das Ruhrgebiet endgültig sozusagen von Deutschland abzutrennen. Diese ewige Bedrohung, Erster und Zweiter Weltkrieg, immer wieder, die mit dem Ruhrgebiet verbunden ist, als die Waffenschmiede des Reiches, die sozusagen endlich sozusagen in Schach zu halten. Und mit diesen Plänen wachsen bei den Amerikanern die Sorgen, dass man damit sozusagen Deutschland dann endgültig verliert, dann eben an den Osten. Und das führt dazu, dass auch die Amerikaner auf die Briten Druck ausüben, sozusagen Nordrhein-Westfalen als ein Land um das Ruhrgebiet herum sozusagen zu errichten, um damit sozusagen stabile Verhältnisse zu sorgen. Und es hat auch noch ein weiterer Grund, ganz banal was mit Hunger zu tun. Gerade 46, 47, die Zeit ist eine Zeit des Hungers. Und zwar, wir denken natürlich erstmal an Deutschland, an das zerbombte Deutschland. Aber es ist in ganz Europa ein Riesenproblem. Und die Briten haben tatsächlich massive Probleme, ihre Besatzungsregime auch zu Hause zu begründen, weil man da plötzlich die ganzen Hungerleider hat, die man versorgen muss, während in Großbritannien selbst auch eben Lebensmittel rationiert werden müssen. Das heißt, der Versuch Nordrhein-Westfalen ist sozusagen auch ein Versuch, um die Ernährung des Ruhrgebiets sozusagen sicherzustellen und ihm stabile Verhältnisse da eben auch herzustellen. Wie funktioniert denn dann so eine Gründung von einem neuen Bundesland? Aus dem Nichts oder aus vielleicht schon mal vorhandenen Grenzen, die wir hatten. Wie läuft sowas ab? Also es gibt schon Vorläuferüberlegungen, gibt es zum Teil schon in den 20er Jahren. Auch da gibt es, und das hat wieder mit dem 19. Jahrhundert zu tun, das Ruhrgebiet ist ja sozusagen das Laboratorium der Moderne überhaupt. Und die Moderne mit all ihren Schattenseiten, die Moloch-Großstadt, die Verdichtung, die Industrie, das Ungesunde. Und da gibt es schon in der Weimarer Republik beispielsweise Überlegungen, dass man sozusagen einen Ausgleich schaffen muss zwischen Ruhrgebiet und ländlicher Umgebung. Also das, was wir jetzt auch zur Gründung NRWs besprochen haben. Und es gibt tatsächlich auch politische Pläne. Guido Hitze hat darauf neulich in einem Beitrag hingewiesen, dass in den 20er Jahren schon ähnliche Überlegungen getroffen werden. Aber letztlich ist es tatsächlich 46 erstmal ein Top-Down-Modell, was von den Briten ausgeht. Und die Deutschen haben 46 auch einfach nicht viel zu melden. Ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Briten dann nach Münster kommen und dann Herrn Amelunxen dann ansprechen, ob er dann bereit sei, für ein neues Land Nordrhein-Westfalen den Ministerpräsidenten zu machen. Er ist am Anfang gar nicht so begeistert. Er hält nicht viel von dem Zusammenschluss. Es gibt Vorbehalte im Rheinland auch. Man verliert ja in diesem Land immerhin ganz zweites Stück des südlichen Rheinlandes, geht verloren. In Westfalen hat man von Anfang an Angst, die zweite Geige immer nur zu spielen. Und deshalb gibt es erstmal Vorbehalte. Aber letztlich ist das dann auf deutscher Seite
ein bisschen auch ein Pragmatismus, dass man sagt, also wenn wir überhaupt politisch wieder ein Stück weit mitspielen wollen, dann müssen wir jetzt hier mitmachen. Und das gibt dann letztlich den Ausschlag, dass man dann eben dieses Angebot Operation Marriage dann eben annimmt. Eine so ganz glückliche Hochzeit ist es nicht. Das dauert, im Rückblick ist es das vielleicht schon, aber das dauert ein bisschen, bis diese Ehe dann so ein bisschen, ja, wächst und gedeiht. Das war ja jetzt so ein bisschen der politische Blick darauf. Wie hat das denn die Bevölkerung eigentlich damals aufgenommen? Wir hatten nicht so viel zu melden in Deutschland zu dem Zeitpunkt, haben wir gehört, Ja. aber wie kam das so durch? Also ich glaube, dass das gar nicht so eine Riesendebatte gewesen ist, weil wir müssen uns vorstellen, wirklich, dass dieses Land, gerade das heutige Nordrhein-Westfalen war zerstört, war am Boden. Also Menschen dachten von jetzt bis heute Abend, also habe ich heute genug zu essen, habe ich heute genug, um meine Kinder satt zu kriegen, habe ich heute Abend noch ein Dach über dem Kopf. Das sind die Probleme, mit denen die sich rumgeschlagen haben, wirklich ganz, ganz existenziell. Dazu kamen die Flüchtlinge, also über 14 Millionen Menschen sind ja aus den östlichen Gebieten in den Westen geflüchtet und in Nordrhein-Westfalen ist ein ganz, ganz großer Teil von denen angekommen und wurde verteilt und mit untergebracht. Das heißt, die existenzielle Not, die war da und die bestimmte eigentlich den Tagesdiskurs. Welche Schlüsselfiguren, welche Menschen waren denn da wirklich dran beteiligt? Also Adenauer sicherlich auch mit der da als ja, ganz wichtige politische Figur, ja auch für die Bundesrepublik, da sicherlich auch mit involviert gewesen ist, auch mit in diese Entscheidungen. Aber wie genau? Ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig aufgearbeitet und bekannt. Ja, dann die führenden Köpfe der britischen Militärregierung natürlich. Aber so jetzt wirklich als so eine prägende Figur, vielleicht aus NRW heraus, die das so geprägt hat, die auch für diese Operation Marriott stehen könnte oder so, da fällt mir niemand ein, weil es also für mich wirklich diese Gründung des Landes ist eine ganz stark, ich sag mal, administrative Top-Down-Entscheidung gewesen. Entwickelt hat sie sich dann natürlich sehr, sehr positiv. Ja, also Sie sehen das auch eher als aufoktroyiert, als jetzt dann Genau, also durch ich glaube, Personen. dass, also in der Tat ist es damals, wie gesagt, dieses Angebot selbst von den Deutschen aus Pragmatismus dann angenommen, also weil man eben dadurch die Möglichkeit sieht, sozusagen wieder mitzuspielen, endlich mal, und sei es auch nur in den erstmal engen Rahmenbedingungen, aber immerhin ja auch sozusagen dann die Möglichkeit des Landtages dann eben gegen Ende des Jahres sozusagen dann mit der Demokratie selbst sozusagen ein Stück weit erste Schritte zu gehen, ist natürlich auch ein Stück Souveränität und deshalb natürlich ein Angebot, was immerhin, muss man ja sagen, gut 1,5 Jahre nach dem verlorenen Krieg, nach dem Kriegsende, gar nicht so selbstverständlich war. Und insofern ist das schon klar, von oben, top-down, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber doch ein Stück weit eben ein Angebot der Mitgestaltung, was man natürlich erstmal nicht ausschlagen konnte. Und was ich tatsächlich fast noch an Namen, vielleicht gar nicht an Namen, an einzelnen Namen nennen würde, aber was ich beachtlich finde, ist tatsächlich beispielsweise gerade, wo wir bei den Briten sind, die Initiativen in Großbritannien zur Lebensmittelversorgung in Nordrhein-Westfalen. Also 46, 47 große Sammlungen. Und das, während man in Großbritannien selbst eben auch jetzt nicht unbedingt hungert, aber eben auch mit Rationierung zu tun hat, also auch nicht im Überfluss lebt, tatsächlich die Idee hat, wir leben hier in einem Europa. Und wenn wir diesen nicht immer wieder uns bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen wollen, müssen wir hier sozusagen anfangen. Und diese kleinen Initiativen, die gerade in NRW eine unheimlich große Bedeutung bekommen, gerade im Ruhrgebiet, wo man mit 1000 Kalorien irgendwie pro Tag auskommen muss. Da sind das kleine, aber unheimlich wichtige Signale für das, was dann eben ein relativ problemloses Anfreunden mit diesem neuen Bundesland sozusagen dann ermöglicht. Schlagen wir den Bogen in die Gegenwart. Kommen wir näher an heute heran. Wie haben sich diese zwei Teile NRWs dann über die Jahre entwickelt? Wie wurde aus einer arrangierten Ehe dann doch irgendwie die große Liebe? Oder ist sie das gar nicht? Das wäre jetzt eine Frage. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Liebesheirat oder so eine große Liebe, die sich dann entwickelt. Ich sehe da vor meinem geistigen Auge irgendwie so ein Pärchen, was sozusagen mit sich selber glücklich ist. Das ist nicht so. Ich sehe eher sozusagen so eine große Runde mit, wo man den großen Tisch hat, wo sich jeder mit dazukommen kann und aufgenommen wird. Weil Nordrhein-Westfalen eben so riesig ist, dass man tatsächlich ein Stück weit eben auch gar nicht nur das Rheinland oder Westfalen als Lebens-
Raum sozusagen verstehen würde, sondern eben dann noch eher das Lokale, keine Ahnung, das Sauerland, das Münsterland oder Köln oder ähnliches. Das heißt, man hat dann eben regionale Zuschreibungen. Aber für all diese Zuschreibungen ist in Nordrhein-Westfalen Platz. Und es sprengt nicht das Gefühl, in NRW zu leben. Und das ist tatsächlich, glaube ich, genau das, was Dagmar beschrieben hat. Diese Fähigkeit, und das ist nach 46 in NRW, glaube ich, stärker geworden, diese Fähigkeit, mit dieser Vielfalt zu leben und das wirklich als eine Stärke zu sehen und nicht als eine Schwäche, was ja sonst lange Zeit, gerade in der deutschen Geschichte, da ist ja nun Heterogenität nicht unbedingt als ein Standortvorteil. Da geht es um Geschlossenheit, um Volksgemeinschaft und ähnliches. Und NRW ist das genaue Gegenmodell. Diese Vielfalt zu leben und das sozusagen in eine Landesform zu bringen, das hat funktioniert. Das Wort, was irgendwie am häufigsten heute gefallen ist, war Vielfalt, Vielfältigkeit. Jetzt will ich aber gerne wissen, was für Sie persönlich NRW einzigartig macht. Wenn man beispielsweise den Rhein nimmt, ich arbeite ja nun mal im Rheinland, und man fährt von Bonn, quasi das ist ja dann auch die südliche Landesgrenze dann, am Rhein entlang, zum Beispiel mit dem Fahrrad, bis zum anderen Ende am Niederrhein, wo dann die niederländische Grenze ist, wo dann der Rhein verschwindet. Was für eine Vielfalt an Landschaften, an Kulturlandschaft man da durchläuft. Also das ist ein Erlebnis, das kann man auch in einem Tag machen, indem man quasi über das mit dem Auto macht zum Beispiel. Diese Unterschiede, diese Vielfalt zu erfahren, das ist ja im Prinzip in einem Sonntagsnachmittagsausflug möglich. Kontraste lieben und zu leben, das ist etwas, was ich so, ich habe jetzt in unterschiedlichen Orten in Deutschland gelebt, was ich so nur in NRW kennengelernt habe. Wirklich diese Kontraste, sozusagen dass die dazugehören. Also die von mir aus auch wieder Vielfalt, aber auch durch eine Gegensätzlichkeit, dass das sozusagen eine Gesellschaft auszeichnet und reicher macht. Das ist etwas, was ich so in der Form tatsächlich in NRW spüre oder erlebt habe bislang. Ich möchte am Ende immer einen Top-Tipp aus NRW haben, das ganz persönliche Empfinden, was man vielleicht jemandem von extern sagen würde, wo muss ich mal hin, wenn ich nicht aus NRW komme, wo sollte ich mal hin, wenn ich hierher komme? Was wäre da Ihr persönlicher Tipp, Ihr Top-Tipp? Da habe ich eigentlich einen anderen überlegt, weil diese Frage hatten wir ja vorher schon, da habe ich drüber nachgedacht. Okay. Und ich würde Menschen, die nach NRW kommen oder auch Menschen, die in NRW leben, empfehlen, einen Ausflug zu machen in das Rheinische Braunkohlerevier. Mhm. Also der Raum, der ganz aktuell vor dem nächsten ganz großen Strukturwandel steht. Weil wir da sehen können, wie auch da ganz, ganz viele Bereiche in diesem Raum sind noch total landwirtschaftlich geprägt. Das ist total grün und kleinteilig und überhaupt keine große Stadt. Total ländlich. Und dann sind da diese Industriebauten, diese Kraftwerke, die beeindruckend sind. Und dann sind da diese Gruben, diese Löcher, die riesige Löcher, Krater, Wunden in der Landschaft, in der Kulturlandschaft, die auf der einen Seite, mich erschreckt das selber immer ein Stückchen, unglaublich faszinierend sind. Mhm. Man guckt da rein, man sieht da sogar eine Ästhetik drin. Auf der anderen Seite sind das genau die Zeichen, wo man eigentlich nach Hause fährt und überlegt, ja, wo habe ich eigentlich heute den Strom angelassen? Also sozusagen, wo man den eigenen Anteil an dieser, das Wort ist, glaube ich, Ausbeutung der Natur, sehen kann und wahrnehmen kann. Kaiser-Wilhelm-Denkmal wäre mein Top-Tipp. Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica, in einer unglaublich schönen Landschaft, in der man toll wandern kann. Auf den zweiten Blick aber eine Landschaft, die unheimlich gebrochen und ambivalent ist. Es ist eine Landschaft, die gerade im 19. Jahrhundert stark aufgeladen ist mit so sehr nationalen Ideen. Das Urgermanische quasi hat man da sozusagen. Deshalb auch kein Wunder, dass das Hermannsdenkmal da auch noch aufgestellt wird. Das ist so eine mythenumrankte, romantische Landschaft mit all den Problemen, die das mit sich bringt, mit all diesen völkischen Ideen. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist dann natürlich die Krönung für dieses Nationalgefühl dieses neuen Deutschen Reiches. Mit all den Problemen, ist sogar dann noch im Dritten Reich Schauplatz von KZ-Verbrechen. Da werden Stollen, unter dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal werden Stollen gegraben. Da müssen KZ-Häftlinge für den Endsieg schuften und sterben da jämmerlich an Verhungern da. Und danach, sozusagen nach 45, ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal eben dann gleichzeitig auch Schauplatz der Aufarbeitung dieser Verbrechen und der Versuche sozusagen dieser Geschichte sich auseinanderzusetzen und trotzdem
in dieser Gegend eben zu leben und das auch genießen zu können. Eine Sache, eine Ambivalenz, die eigentlich kaum zum Aushalten ist und gleichzeitig, glaube ich, genauso deshalb so spannend ist. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal zeigt die Landesgeschichte in ihren Graustufen, nicht schwarz oder weiß, sondern eben in Graustufen mit all den Ambivalenzen und ist gleichzeitig noch eine unheimlich tolle Landschaft zum Erlaufen. Und ja, ich glaube deshalb, Kaiser-Wilhelm-Denkmal war auch einer meiner ersten Besuche, sozusagen Ausflüge, und kann ich jedem nur ans Herz legen. Da ist ein wirklich toller, ja, Spot. Vielen Dank für die Inspiration an der Stelle. Ich habe zum Schluss das Wort Vielfalt vermisst. Wir können am Ende ja vielleicht mal durchzählen, wie oft das in dieser Folge drangekommen ist. Aber ich bedanke mich an der Stelle für einen schönen Ausflug in die Geschichte NRWs. Ganz anders, als ich Geschichte wahrgenommen habe, nämlich überhaupt nicht staubig und trocken. Dankeschön an Dagmar Hähnel und Malte Thiessen. Danke Ihnen. Sehr gerne.